herzlich willkommen zu einem neuen Lidl Haul, Lidl Schniedel oder Lidl, wie die Franzosen sagen. Ich war gerade einkaufen für, ich glaube, so viel habe ich da noch nie ausgegeben. Ich bin mir aber auch nicht sicher, für 200 Euro. Grund ist aber auch, er hier. Obwohl 22 Euro für einen Weihnachtsbaum geht, glaube ich, fit. Ich habe den Baum im Sack gekauft. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht, ob er schön ist, ob er irgendwie krumm und schief ist, ob die Äste alle vorhanden sind. No idea. My dear. Mach mal ein bisschen Licht an. Ich habe hier doch so eine schöne Lichterkette, weil draußen ist es gerade so dunkel und am Regnen. Ihr hört es vielleicht. Ich fange einfach mal an hier, bevor mir alles... obwohl, nee, das ist das Ganze gekühlt, das ist im Kühlschrank. Das mache ich am Schluss. Da gibt es wieder einen Magic Moment. Und ist das kalt. Ist es bei euch auch langsam kalt geworden? Ich glaube schon, ne? In Deutschland ist es minus 8 Grad, meinte mein Vater letztens. Hier sind es noch plus 8 Grad, aber Schmuddelwetter. Aber finde ich eigentlich gar nicht so schlecht im Winter, sich so ein bisschen darauf einzustellen. So, Schmuck ist übrigens wieder von Anna-Luisa Nujok. Ich packe den Link mal wieder unten in die Infobox rein. Über den Link bekommt ihr es ein bisschen günstiger. Ich glaube, da gibt es dann eingekauft das zweite Teil für 40% Rabatt. Nicht schlecht, würde ich sagen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich fange an. Weintrauben, kernlos. Die alte vom letzter Woche ist schon wieder leer, die Packung. Deswegen mussten wieder ein paar neue her. In diesem Haul, nehmt euch in Acht. Es gibt ein bisschen Technik, beziehungsweise Technik. Es gibt so ein bisschen, also außer Food. Dann gibt es ein bisschen was für die Küche. Da freue ich mich sehr drauf. Es gibt einen Weihnachtsbaum und es gibt ganz viel weihnachtliches Schlickerzeug für die Hüften. Jetzt aber erstmal Endiven. Zeige ich euch auch sehr, sehr oft in meinen Hauls. Habe ich gerade schon zwei rausgenommen, weil Steph zum Mittag kam und er sehr gerne Endiven so isst. Ihr wisst ja, ich mag die lieber gekocht oder im Ofen gegart. Zweimal wieder Mandelmilch. Ist ein Standard bei mir. Ist jetzt ein Standard. Jetzt kommen wir auch schon zur... Ja, ist das Technik? Ist das Technik, liebe Leute? Eine Außenbeleuchtungslampe mit Bewegungsmelder für draußen. Wir haben draußen seit 3 Jahren nur eine arme kleine Glühbirne hängen. Kann man machen, muss man nicht. Haben wir aber, bereuen wir es. Nein, aber jetzt kann mal ruhig eine Lampe dahin. Zum Auszug bald. Oh, hier sind es noch alles voller Nadeln. Das ist übrigens eine Nordmontana. Hier ein paar Gummitiere für Stefan. Für Steph. Toastbrot, das Vollkorn-Toastbrot, obwohl das, glaube ich, jetzt auch nicht viel mehr Nährstoffe hat als ein Toast. 6er-Panties Windeln für Tiny. Sie ist nämlich noch lang davon entfernt, nachts trocken zu sein. Tagsüber kein Problem. Kein Problem, ist auch ein bisschen übertrieben. Manchmal während des Mittagsschlafs, vor allem in der Schule, hat sie dann nachher einige Male jetzt die Hose voll gehabt. Aber im Großen und Ganzen klappt das ganz gut. Sollte man mit 3,5 auch meinen, dass das klappt. Aber nachts nichts zu machen. Die Windel ist knatschvoll morgens. Vollkornbrot habe ich schon lange nicht mehr gekauft beim Lidl. Dann noch ein paar Schalotten. Dann so eine Packung für ein Süppchen, für eine Gemüsesuppe mit allen möglichen Gemüsesorten da drin. Ja, ihr kennt das, ne? Ihr kennt das. You know the shit. Dann eine komplette Packung wieder Möhren. Auch ein Kilo, auch ein Klassiker bei uns. Ich zeige euch ganz oft Möhren. Und Champignons. Die muss ich heute machen, dann sind die morgen nämlich schlecht. Feldsalat. Ist es jetzt richtig? Letztes Mal hatte ich sie da falsch. Feldsalat. Ihr wisst, was ich meine. Den hier, der unten noch quasi die Wurzeln dran hat. Und Zucchini. Nicht Kopfsalat. Ja, ihr wisst, was ich meine. Oh, ich krieg's nicht hin mit den Salaten. So, Moment. Moment, einmal die Kisten wechseln. So, weiter geht's mit einem Pack Kartoffeln. Relativ weich kochend. Ein 6er Pack Wasser mit Zitronengeschmack. Dann trinke ich irgendwie ein bisschen mehr. Ihr wisst ja, meine
mein Struggle, Wasser zu trinken, ist groß, real, und deswegen trickse ich mich immer so ein bisschen aus und mache da so ein bisschen Geschmack dran. Und ja, deswegen Wasser mit Zitronengeschmack. Kerblech. Unser Oben ist letztens, als ich die Terrasse sauber gemacht habe, durchgebrochen in zwei, und das war gerade im Angebot, irgendwie nur 2-3 Euro. Deswegen habe ich mir gedacht, investierst du mal in ein schickes Kerblech. Ja, ein bisschen Bier darf auch nicht fehlen, denn momentan geht das bei uns weg wie sonst was. Nicht dadurch, dass ich so viel trinke, nein, nein. Dadurch, dass ich 2 Nächte im Internat schlafe, lädt sich hier Steph 2-mal die Woche seine Jungs ein und dann geht das hier ab. So viel dazu. Wenn die Frau, ne, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf den Tischen. 4 Bananen. Und, ah ja, für Weihnachten jetzt oder für Nikolaus, dachte ich mir, habe ich hier so ein kleines Holz, so eine kleine Kutsche geholt, weil sie ist total der Cinderella-Fan. Sie hat den Film noch nie gesehen. Auf jeden Fall kennt sie das Märchen und findet das Kleid von ihr so toll und die Kutsche natürlich. Und deswegen, ja, da gab es auch noch eine Feuerwehr und einen Betonmischer. Hätte ich auch mitgenommen, aber dadurch, dass sie gerade momentan so doll auf Cinderella steht, musste das Pinke mit. Wäre aber sonst, hätte es auch ein Betonmischer werden können. Lebkuchenherzen mit Füllung. Oh, ich liebe diese Herzen. Aber noch lieber mag ich die mit dunkler Schokolade. Hier ist mit Aprikose und das hier ist mit, auch mit Aprikose. Beide mit Aprikose. Hier, die ganzen Weihnachtssachen. Das ist nämlich für den Nikolaus-Teller. Musste ich halt so ein bisschen Sachen einkaufen, damit ich da auch was draufpacken kann. Wir haben zwar Süßigkeiten, aber nicht so richtig Süßigkeiten, die man auf so einen Teller legt. Und deswegen dachte ich mir so Kleinigkeiten. Hier auch so einen Schoko-Nikolaus und so eine Schokokugeln, ganz normal, ganz klassisch. 2 von diesen Kinderschokolade-Eiern. Da gab es nämlich dann den 2. hier günstiger, die Hälfte meine ich. Ganz klar, ne? Pain de Peace. Gewürzbrot, nennt man das so? Gewürzbrot? Nein. Lebkuchenbrot. Lebkuchenkekse. Lebkuchenkekse mit Schokolade. Machen sie auch mal wunderbar auf einem Adventsteller. Zimtsterne. Und ich habe auch, Moment, seht ihr gleich, ich habe hier noch Mandelmehl geholt. Und ich glaube, Nussmehl braucht man dafür, damit ich die selber machen kann, nachmachen kann. Aber für einen Teller finde ich die auch immer ganz schön. Ich liebe die. Ich liebe alles mit Zimt. Ich und Tiny auch. Tiny ist richtiger Zimt-Fan. Moment, hier noch für den Teller ein bisschen Schoki. Natürlich wird nicht alles auf den Teller gelegt, ne? Aber schon so ein bisschen unterschiedliches, damit es nicht alles nur das gleiche ist. Dann kommen da noch Nüsse, also Walnüsse drauf und Orangen habe ich noch. Dann Nudeln von Barilla. Gestern meinte noch Steph zu mir, oh, die sind so lecker, die Nudeln, die du immer kaufst von Barilla. Die für 9 Minuten. Wenn man sich an die Zeit hält, dann werden die auch richtig lecker. Das war so ein kleiner Seitenhieb, dass ich mich nie an die Zeit halte beim Kochen. 2-mal Paprika, 1-mal hier Sellerie. Wie ihr wisst, mache ich den sehr gerne in die Suppe rein, weil die Suppe dann, ja, ist kein Vergleich, viel, viel besser schmeckt. Der schmeckt nämlich so ein bisschen salzig, gewürzig, und deswegen Suppe ohne Sellerie, nicht gut. Dann noch 1-mal Porree. Hier, diesmal habe ich eingefunden, letztes Mal war ich so am Meckern, so alles in Tüten, in Plastik eingepackt, wegen Corona, bla und blub. Nein, in der Bioabteilung gibt es den nämlich auch ohne Plastik eingeschweißt. Und was ich ganz gut finde, ist, die schneiden hier oben schon die Dinger ab, damit ich A, weniger zu schleppen habe und bei mir hier der Müll weniger voll ist. Und ich sehe schon, dass die schon etwas älter sind, weil die schon nachwachsen. Ihr wisst ja, oder habe ich euch ja schon mal gesagt, dass solche Sachen, wenn man unten die Wurzeln abschneidet und die einpflanzt, dann wachsen da neue Porrees raus. Habe ich mal ausprobiert, dauert ultra lang. Und am Ende hat man da so einen kleinen Porree. Also es lohnt sich nicht wirklich, aber wenn man einen Gemüsegarten hat, wird sich das lohnen im Sommer. Dann wachsen die, glaube ich, ganz schön gut. Süßkartoffeln habe ich schon lange nicht mehr geholt. Weiß ich nicht, war irgendwie aus meinem Kopf, aus dem Sinn, aus den Augen, aus dem Sinn. Und habe ich nicht mehr geholt. Und jetzt habe ich sie gesehen und dachte, oh, kannst du mal wieder machen. Da hinten liegt noch ein kleiner Kürbis, der am Vergammeln ist. Deswegen, das passt ganz gut. Himalaya-Salz zum, ne? 2 von diesen Trockenwürsten immer, eine wie immer Label Rouge und so eine ganz normale Cesare. Die mag ich sehr gerne. Oder Steph mit seinen Freunden, wenn ihr das Bier zwitschern
Könnt ihr mir glauben, da sind so zwei Würstchen am Abend, ist da nichts drin. Dann 2, 4, 6, 10 Eier. 10 Eier, das ist mal in so einer Plastikverpackung, finde ich gar nicht so cool. Vor allem, weil die man hier so ganz leicht eindrücken kann. Und ich so ein bisschen Angst um meine Eier hatte. 2 Avocados. Wir lieben Guacamole. Tiny snackt das so weg. Mortadella, auch ein Klassiker bei uns. Essen wir auch meistens immer so ein bisschen so zwischendurch nachmittags, wenn es gerade nicht etwas Süßes ist. Ich hatte Ü-Eier geholt. Ich hoffe, die sind jetzt nicht eingedetscht. Die lagen ganz unten. Ü-Eier mit Weihnachtsüberraschungen da drin. Irgendwie freut man sich trotzdem immer noch über so ein Überraschungsei. Auch wenn man dieses, was da drin ist, nach 5 Minuten wegschmeißt, im Müll landet. Aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie freue ich mich da trotzdem immer noch drüber. Dann einmal Äpfel und zwar Pink Lady. Die mache ich gerne, schneide ich gerne in Viertel. Streue da so ein bisschen Zimt drüber und dann gebe ich das Tiny Money nachmittags als Nachmittagssnack. So ein bisschen mit Zimt. Das schmeckt sehr lecker. Kein Platz hier. So, achso, das habe ich jetzt in der Hand. Desinfektionsmittel für die Hände, was angeblich nicht so austrocknend ist. Shampoo. Shampoo mit Honig. Ah, und jetzt mein Highlight. Wo sind sie, die Sachen? Hier, meine Küchensachen. Ich habe ja letztens bei irgendeinem Action Hall, da habe ich euch dieses Ding vorgestellt. Ist jetzt schon gut in Gebrauch und wir sind mega zufrieden damit. Selbst Steph meinte so, boah, geilster Kauf ever. Das macht einfach mega Spaß, damit abzudingstern, abzuspülen. Und deine Hand wird nicht nass, nur die andere halt, ne? Was hier in der die B-Moll-Note ist, dieses Plastikding, das schwarze, wenn ich damit in Tinys Glasflaschen gehe, dann klickt das halt immer so ein bisschen ab. Also das, es hält nicht mehr zu 100%. Und man muss es halt dann jedes Mal wieder dran fummeln. Ist nicht schlimm, ist kein Drama, aber man merkt, es lässt langsam nach. Und jetzt hatten sie beim Needle diese hier. Das sind so Silikonbürsten. Da ist halt, wie gesagt, kein Schwamm dran, sondern so Silikon, ganz weich, so Silikon-Härchen. Vorne nochmal was zum Schrappen, wenn irgendwas Hartnäckiges eingebrannt ist. Und ja, Spülbürste werde ich auf jeden Fall auch vom berichten. Wie gesagt, die vom Action sind wir mega mit zufrieden. Aber jetzt nach ein paar Wochen merkt man eben halt, dass es ein bisschen Verschleiß da ist. Und deswegen jetzt die kann man auch in die Spülmaschine. Kann man die in die Spülmaschine? Hatte ich jetzt gedacht, wäre natürlich praktisch. Ne? Einmal spülen und dann ist die wieder sauber. Ich muss mal schauen, ob das klappt. Und dann nochmal einen ganz normalen Spülschwamm, wenn man irgendwie doch mal mit der Hand spülen möchte. Auch aus Silikon. Hier einmal mit so großen Noppen und die andere Seite mit so kleinen Noppen wie eben bei der Spülbürste. Dann Gâteau de Prince, also die Prinzenrolle. Für Steph am Wochenende ist immer Prinzenrolle morgens mit einem Glas Milch, so wie früher noch, wie bei Mutti. Und Tiny ab und zu auch. Unter der Woche mache ich ja meistens aber ein Brot mit irgendwas für morgens. Und ja, am Wochenende schnabulieren die beiden sich dann meistens immer so ein paar Kekse rein mit Milch. Nutella. Ich sag es euch, so ein Glas hält bei Steph nicht mal eine Woche, sagen wir 5 Tage, dann ist das weg. Das ist der da hinten, guck mal, wie schön ich alles dekoriert habe, weihnachtlich, da so ein Stern, Lichterketten, da die Adventskränze. Hör mir auf, dieses Jahr in Frankreich Weihnachten. Dafür habe ich auch Batterien geholt für diese ganzen Lichterketten. Nützt ja nichts, ne? Nützt ja nichts. Backpapier für unsere Keksback-Session. Apropos Keksback-Session. Wir werden bald, oder hier zieht bald ein kleiner Wichtel ein. Ich habe so eine ganz kleine Tür von Amazon bestellt, so eine Wichteltür. Und der will bestimmt auch immer ganz viele Kekse haben, deswegen müssen wir ein paar Kekse backen. Freue ich mich schon drauf, dass, ne, dass dann ein kleiner Wichtel bei uns einzieht. Hier sind drei Zucchinis drin, Klassiker auch, obwohl kein Sommer ist. Aber hier ist das Mandelmehl. Hier ist das Mandelmehl für die Zimtsterne. Und zum ersten Mal, ich habe mir wirklich zum ersten Mal Masken gekauft. Ich habe ja ganz viele selbstgenähte von meiner Mutter oder auch hier im Dorf machen wir die selber. Und da ich an einem Lycée arbeite, kriegen wir diese Masken, Stoffmasken immer umsonst, die wir dann waschen können und nach Hause nehmen können. Aber ich muss Masken
wirklich den ganzen Tag tragen, von morgens bis abends, meistens noch bis 10.30 Uhr abends im Internat und dann ab 6 Uhr morgens wieder. Und das heißt, diese Stoffmasken, die machen mich kirre. Ich habe überall, das sieht man jetzt nicht so doll, aber ich habe überall so richtig, ich kriege unreine Haut, Pickel. Und ich merke, dass die dann auch so feucht werden und dann kannst du die schlecht auf der Arbeit wechseln, weil wir eben halt immer nur zwei haben pro Tag. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal einen 10er-Pack für diese wegwerfen. Damit kann ich wirklich, damit komme ich besser klar, auch wenn es umweltverschmutzend ist und sonst was. Aber damit kann ich besser atmen, weil die halt nicht so doll vor dem Gesicht hängt, der Stoff ist nicht so doll. Und ja, was willst du machen? Was willst du machen? Kannst du machen? Nix. Ich finde diese Plastik- oder Papiermasken einfach besser. Ich glaube, das war's. Ja, wie gesagt, 200 Euro auch nur, weil da hier die Windeln mit dabei waren. Die sind ja relativ teuer. Eine Außenleuchte, ein Weihnachtsbaum und das läppert sich dann. Was habe ich denn noch gekauft, was so teuer war? Habe ich was vergessen? Nö, habe ich nichts. Ich nichts vergessen. Ich weiß, was ich vergessen habe. Das ganze Gekühlte fehlt ja noch. Moment. Jetzt kommt der Schnippeffekt. 1, 2, 3. Da bin ich wieder. Ich habe nämlich gerade noch Milch rausgeholt. Eigentlich im 8er-Pack, aber ich habe schon einen weggenommen. Und deswegen sind die da gerade alle lose drin. Geräucherter Lardon, Schinkenwürfel, ne? Dann eine Entrecote, Klassiker bei mir, ich zeige es euch jedes Mal, deswegen, ihr kennt eigentlich immer schon das genauso wie dies hier. Ihr wisst schon, was ich hole, von daher ein Lachs. Ich sag euch jetzt nicht, wie ich den mache. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich hier in jedem Haul. Kochschinken und Lachsforelle. Mögen wir sehr gerne. So, übrigens, ich habe euch im letzten Haul, habe ich euch diese Duschschrubbbürste gezeigt, ne? Von Lidl. Wo man mit man so die, ne? Die mit so einem langen Stab, da kann man die Ecken und so schön mit sauber machen. Elektrisch, also mit Batterie, mit Akku. Und es klappt super. Ich bin so begeistert. Wirklich, da ist vorne so ein Aufsatz dran, der so ein bisschen spitz zusammengeht. Das heißt, der dreht sich wirklich in die Ecken rein und es geht, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, wenn ihr da nochmal irgendwie drankommen solltet, vielleicht verlinke ich ihn auch in der Infobox, wenn ich es irgendwie rausfinde über Amazon oder so, dann verlinke ich euch das Teil. Das ist der Wahnsinn. Wirklich in alle kleinen Ecken, auch von der Spiegel, von der Spiegeltür, sind unten diese Klipse dran, die immer ziemlich doll versiffen. Egal, wo Kanten sind, da versifft es und hält es einfach gegen. Und es ist sauber. Das ist der Wahnsinn. Auch der Abfluss, da wo der Abfluss im Waschbecken drin sitzt, ist ja dann an dem Rand meistens immer so ein bisschen so Verfärbung. Und normalerweise schrubbe ich dann da mit der Zahnbürste einmal drum. Also nicht mit meiner, sondern mit so einer Putzzahnbürste. Mache ich auch nicht mehr. Halt einfach so einen flachen, mache ich da so einen flachen Aufsatz drauf. Halt den da drauf, drehe, keine Ahnung, 10 Sekunden da drauf rum. Und der ist sauber. Von daher, das war eine gute Investition. Ich packe es euch in die Infobox, genauso wie den Link von den Ohrringen von Anna Luisa. Sind schon wieder ein paar neue, die habe ich mit meinem Rabattcode mir selber bestellt. Ist also unbeauftragte Werbung, aber ich finde diesen Schmuck von denen so schön. Wäre vielleicht was für Weihnachten. Und über meinen Code bekommt ihr ein Produkt plus das zweite günstiger. Ich glaube 40%. Das ändert sich manchmal immer so ein bisschen. Aber ich schreibe euch den Code in die Infobox. So. Ich darf jetzt wieder hier aufräumen, einräumen und dann mache ich Wäsche. Von daher, in diesem Sinne, macht's gut. Auf Instagram vorbeischauen, abonnieren, kommentieren, liken. You know the shit. Und dann, ich würde sagen, ciao mit V oder tschö mit Ö, wie auch immer. Macht's gut. Tschüss.